Ihr benötigt etwas, Fremde? Wer stört? Ich bin es, Talisa. Wer seid ihr? Talisa, nun, ich erkenne euren Namen nicht. Solange euch nicht dieser Dunkelhof dargeschickt hat, stört ihr mich nicht. Und ich, da ihr gefragt habt, bin ich niemand anders als Jermien, der lizenzierte verhüllte Magier für dieses Gebiet. Es gibt also keinen Grund, loszurennen und zu versuchen, mich zu verpfeifen, Mädchen. Ihr seid ein verhüllter Magier, aber warum tut ihr denn nichts gegen die Morde hier in der Gegend? Ich mache nichts dagegen, weil ich kein Interesse daran habe, etwas dagegen zu tun. Ich habe wichtigere Dinge zu tun und solange mir die verhüllten Magier nicht den ausdrücklichen Befehl erteilen, etwas zu tun, lasse ich mich da nicht hineinziehen. Könnt ihr mir wenigstens sagen, was ihr von den Morden wisst? Es handelt sich vermutlich um Wölfe oder Oger oder um irgendeinen anderen irdischen Nonsens. Ich habe kein Interesse an der Angelegenheit. Warum fragt ihr nicht einfach einen von den Bauerntölpen, wenn euch die Sache so interessiert? Was ist dieses Ding da, das ihr da macht? Ah, es freut mich, dass ihr gefragt habt. Das, mein Freund, ist in der Tat ein Steingolem, ein feines Exemplar magischer Fähigkeiten, wenn ich mal so sagen darf. Es gibt nur wenige Magier, die das versucht haben. Diese Art von Golem ist ziemlich gefährlich und schwer zu kontrollieren. Aber meine Fähigkeiten reichen leicht aus, um ihn unter Kontrolle zu halten. Sobald er fertig ist, wird er ein ausgezeichneter Diener sein. Und außerdem kann er auf meine Tochter und diesen närrischen Liebhaber, den sie hat, ein wenig aufpassen, wenn ich nicht zu Hause bin. Das Problem ist, dass mir eine der wichtigsten Zutaten fehlt, das Blut eines Nachahmers. Es ist mir so wichtig, dass ich gut dafür bezahlen würde. Ihr seht mir nach einem Abenteuer aus. Habt ihr vielleicht Interesse, da mir das Blut zu besorgen? Was ist ein Nachahmer und wo könnte ich ein derartiges Monster finden? Ein Nachahmer ist eine hinterkältige kleine Kreatur, ein Gestaltwanderer. Er lockt Abenteurer an, indem er die Gestalt einer Schatzkiste oder ähnlichen Gegenstand annimmt und sie dann tötet, wenn sie ihm zu nahe kommen. Also eine Mimik. Auf Deutsch. Auf Englisch. Auf Original. Normalerweise findet man sie in Verliesen, Ruinen oder ähnlichen Orten. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo sich hier in der Gegend einer herumtreiben könnte. Deswegen bitte ich euch auch um Hilfe. Nun gut, ich will mein Glück versuchen. Gut, ich wünsche, ich könnte euch einen Tipp geben, wo ihr zu suchen beginnen solltet. Falls ihr auf das Nachahmerblut stößt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Los, auf geht's, Mädchen. So, jetzt reden wir erst einmal mit seiner Tochter, um herauszufinden, ob er überhaupt recht hat, was sie angeht. Hallo, Leute. Ich liebe da, aber Vater will davon nichts hören. Jetzt arbeitet er an diesem Ding, um mich zu beobachten, wenn es geht. Das ist nur noch entsetzlich. Ja, ein Steingolem. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ah, ihr seid zurück, Mädchen. Habt ihr nicht vielleicht zufällig ein wenig Nachahmerblut gefunden? Oder doch? Ich bin noch nicht mal rausgegangen. Ich habe vor, welches zu finden. Dann schlage ich vor, dass ihr wieder suchen geht, ja. Ich warte. Was? So arrogant wie er ist, wird der Golem nämlich wahrscheinlich schief gehen und ihn töten. Und wir haben eine mehr oder weniger eine Win-Win-Situation. Das war jetzt natürlich out of Spiel. Das ist nicht das, was Talisa hofft. Ja. Aber wir brauchen Geld, das ist Tatsache. Ihr seid ein Fremder. Hallo, werte Dame. Wer seid ihr denn? Ich heiße Katje. Ich bin mit meiner Mama und meinem Papa hergekommen. Wir sind vor den bösen Leuten geflohen, die immer alle umbringen. Aber wenn ich groß bin, werde ich ein mächtiger Krieger und werde für immer von hier weggehen. Was wisst ihr über diese bösen Leute? Mama und Papa meinen, dass ich rumspinne, aber das stimmt gar nicht. Das ist wahr und ich habe das echt gesehen. Vor ein paar Wochen habe ich die Kühe nach Hause getrieben. Aber ich habe sie durch den Pfad im Wald getrieben, weil das ist schneller, auch wenn Mama das nicht mag, wenn ich da lang gehe. Und dann bin ich bei der Hütte der Waldläuferin vorbei. Marella ist immer echt nett zu mir. Die gibt mir Bonbons, die macht sie selber aus Baumsaft. Und sie hat mich auch schon mal zum Angeln mitgenommen. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Ja, Minsk. Aber als ich vorbeiziehen wollte, habe ich so einen großen schwarzen Schatten aus ihrer Hütte kommen sehen. Und er zog so eine lange Spur mit so rotem Zeug hinter sich her, das aussah wie Blut. Das war so groß und eklig, sah aus wie ein Wolfsmonster. Ich hatte ganz große Angst wegen Marella und hab das dann Mama und Papa erzählt, aber die haben mir das nicht geglaubt. Und haben gesagt, ich soll nicht immer so Blödsinn erzählen. Aber es stimmt wirklich, werte Dame, ehrlich. Wenn ihr zu der Hütte gehen würdet, würdet ihr bestimmt was finden.
Im Westen vom Dorf im Tal, da will jetzt keiner mehr hingehen, weil alle Angst haben. Aber ich weiß, dass da was war, werte Dame. Fragt nur. Okay, was ist mit Jepp? Das Wetter war in letzter Zeit ziemlich schlecht. Tolle Sache, wenn wir alle von unseren Bauernhöfen ins Dorf fliehen. Als ob das etwas bringen würde. Ich weiß nicht, wie ihr Deppen in der Hitze herumspazieren können mit all dem Metallzeugs am Leib. An eurer Stelle würde ich nicht so mit der Zunge wackeln bauen. Jemand könnte sonst auf die Idee kommen, sie abzuschneiden. Das ist der Preis, den man als Abenteuer zahlt, guter Mann. Wahrhaftig, wir leben in einer Welt voller Narren und ihr seid der König. Bleiben wir mal diplomatisch. Abenteurer seid ihr? Ha, ich verschaffe euch ein Abenteuer, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Natürlich müsst ihr erst ein paar Goldmünzen rausdrücken. Ich möchte euch ja nicht beleidigen, aber ihr schaut nicht wie ein Typ aus, dem man ein Abenteurer kaufen kann. Das ist etwas Wertes. Die Hetze hat euch wohl das Hirn in den Stahl umhüllten Schädel verdorren lassen. Lebt euren Wahnsinn doch woanders draus. Wir haben genug Sorgen mit all den Morden und den anderen Vorgängen. Okay, was für ein Abenteuer kann ich bei dem nochmal kaufen? Ihr habt gerade kurz Zeit, so mit euch reden. Okay. Die Ernte war heuer ziemlich schlecht. Was ist mit dir, Junge? Wer seid ihr? Vier von meinen Freunden sind in den letzten paar Monaten verschwunden. Ob ich sie wohl je wiedersehen werde? Einen herrlichen Tag wünsche ich. Jo, was kann ich für euch tun? Wer seid ihr? Jo, ich heiße Dale. Ich hüte hier draußen in den Feldern meine Kühe mit meiner Frau. Hier und meine Kinders. Bin ins Dorf gekommen, ist einfach nicht mehr sicher da draußen. Ich kenne zwei andere Hirten, die verschwunden sind. Und auch die Bauern sind nicht mehr sicher. Bauer Jakob und seine Frau sind beide abgeschlachtet worden und dann verschwinden ihre Leichen. Schreckliche Sache. Was könnt ihr mir über die Morde erzählen? Das sind diese Oger, aber sicher. Hat man Monster in der Gegend, hat man auch Morde. Meine Frau denkt, es seien die Wölfe, aber das ist nur dummes Gerät. Wölfe würden Kühe reißen, nicht wahr? Und es ist keine Kühe mehr gerissen worden, seit die Wölfe vor ein paar Jahren nur aufgetaucht waren. Die Leute werden hysterisch, jo, so ist es. Ross brabbelt ständig über dieses Hex und meine Tochter ist auch nicht besser mit ihrem Gerät. Sollen sie mal hören, wa? Sind die Oger und sie werden uns alle erledigen, wenn sie uns fein säuberlich zu einem genügend kleiner Gruppe dezimiert haben. Wir sollten so bald wie wir können fliehen. Schaut euch doch um, diese Oger werden noch unser aller Tod sein und ich hasse es so zu reden, aber ich... Der Wald liebt Bo. Ja, Bo liebt den Wald. Ein gutes Geschäft wünsche ich euch. Hallo, hier trifft man nicht viele Fremde, besonders nicht in jüngster Zeit. Wer seid ihr? Heißt sie groß, kam ins Dorf mit ein paar anderen Hirten, nachdem einige von uns umgebracht wurden oder nur knapp entkamen. Hirten, Bauern, alle in diesen entlegenen Gefilden. Der Bürgermeister schickt ein paar Leute aus, damit sie herausfinden, was vor sich geht. Aber ich weiß, was vor sich geht. Es ist Oma, die Hexe ist wieder da. Und es gibt niemanden, der jetzt in die Hügel geht und zurückkehrt. Oma? Sie ist eine mächtige alte Hexe, herrschte vor mehr als 500 Jahren über die Hügel. Dann verschwindet sie, niemand wusste wohin, aber sie ist zurückgekommen, das ist sicher. Die Leute in der Gegend, sie glauben mir nicht, wisst ihr, aber sie gehen auch nicht so weit in die Hügel wie ich. Spät in der Nacht hört man Geräusche, die nicht von dieser Welt stammen und das macht einen Glauben, alles sei möglich. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt Vincenzo im Gasthaus. Er weiß mehr über Oma als jeder sonst. Und du? Und wer bitte seid ihr? Hallo meine Fürstin. Ist eine schlechte Zeit, die ihr euch ausgesucht habt, um unser schönes Dorf uns zu suchen. Wer seid ihr? Mein Name ist Margie, abgekürzt von Margaret. Mein Mann heißt Dale, er ist einer der Hirten. Wir sind aus den umliegenden Gemeindegebieten wegen der Wölfe geflohen. Wölfe? Die Wölfe haben sich dieser Jahre auserkoren, um mit uns Menschen loszulegen. Zerfleischen und stehlen Leichen. Es war einfach grässlich. Wir sind schon seit einigen Jahren hier in der Gegend. Sie sind schon seit einigen Jahren hier in der Gegend, aber nie waren sie so böse. Jeder ist aufgeregt und liegt in Angst und sie fangen an, Dinge zu glauben, die gar nicht passieren. Einige Leute beschuldigen den Oger und seine Bande, aber die haben uns nichts getan. Wie sollte sich überhaupt ein Oger ins Dorf einschleichen und einen Körper stehlen? Nein, nein. Und die Geschichte von Oma sind einfach fantastisch. Sogar meine Tochter Katja hört diese Dinge und kommt mit wilden Geschichten zurück. Die Wölfe in dieser Gegend stellen immer eine Gefahr dar. Sie sind sehr groß und sie sind schlau. Und jetzt sind sie mal wieder eine Gefahr. Das ist alles. Die Leute sollen es besser wissen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Okay, jetzt haben wir mit allen gesprochen hier.
Das heißt, wir gehen jetzt mal beim Bürgermeister vorsprechen. Dann werden wir uns den Teil angucken und dann den Teil. Und den Teil heben wir uns dann für später auf. So, Bürgermeister. Ich war keine große Herausforderung. Hat schon mal gemütlich hier. Ihr seht aus, als bei Helms Geduld, meine Fürstin. Was habt ihr euch dabei gedacht, unserem Sohn Welsbahn etwas zu kaufen? Nun ist er durchgedreht, rennt herum, benimmt sich wie ein Narr und wird sich vielleicht selbst umbringen. Schande über euch. Okay. Hallo, ich kenne euch nicht. Ihr müsst neu in Inmestal sein. Kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Wir kommen, weil der kleine Denon sagte, dass es hier allerlei Böses gibt, das nach kräftigen Tritten verlangt. Und gut, dass wir unsere Stiefel dabei haben, jawohl. Ihr habt mit ihm gesprochen, dann hat der Junge es bis zur Stadt geschafft. Es freut mich, das zu hören. Ihr seid gekommen, um uns zu helfen, ja? Zuerst würde ich gerne mehr darüber wissen, was hier vorgeht. Ja, natürlich. Eine scheußliche Angelegenheit. Ich vermute, dass der kleine Denon euch einiges von der Geschichte erzählt hat, aber ich sollte euch das Ganze noch etwas ausführlicher berichten. In letzter Zeit wurden mehrere getötet oder verschwanden. Ihre Körper verschwanden, andere Körper wurden gefunden, von innen nach außen gekehrt. Normalerweise würden wir uns in solchen Angelegenheiten an unsere hiesige Waldläuferin und Protektorin wenden, aber Merela ist verschwunden. Ein paar Männer gingen zu ihrer Hütte im Südwesten des Tals, fanden aber kein Lebenszeichen von ihr. Es ist nicht ihre Art, so lange wegzubleiben. Ich befürchte das Schlimmste. Kurz danach begannen Schafhirten und Fahrer von den außenliegenden Gehöften zu verschwinden. Die Leute hörten seltsame Geräusche in der Nacht und wir haben keinen Protektor, an den wir uns wenden könnten. Jeder hat Angst, aber wir fürchten uns auch davor, das Dorf zu verlassen. Man könnte der Windes überrascht werden von was auch immer diese Morde verübt hat. Und natürlich hat jeder seine eigene Vorstellung, was hinter all dem steckt. Es sind die Ogre, mein Gatte, ihr wisst das. Meine Frau Eline, meine Frau Aina. Und ja, viele Leute denken, dass die Ogre-Horde daran schuld ist, die kurz vor dem Morden in dieses Gebiet gezogen ist. Ist ja auch ein komischer Zufall. Sie sind in den Bergen zu nahe am Dorf, sage ich. Ja, ihr findet sie in den Bergen nördlich von hier. Andere glauben allerdings, dass es eher ein großes Rudel Wölfe ist, das schon seit Jahren durch die Berge streift. Wieder andere behaupten, dass Oma persönlich wieder zurückgekehrt sei. Die große Hexe der Berge, den alten Legenden zufolge, war sie für viele Todesfälle verantwortlich, die unseren Morden stark ähnelten. Pah, das sind nur alte Legenden. Oma ist seit über 500 Jahren Geschichte, mein Gatte. Ja, ich glaube, ich sollte euch warnen. Ich habe bereits die berühmte Rittersfrau Messi Fentern und ihre Truppe angeheuert, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Wer ist Messi Fentern? Wenn Wölfe Schatten wären und für all das verantwortlich sind, müssten sie fürchterlich bösartig sein. Schreckenswölfe vielleicht. Ich glaube nicht, dass sogar dazu fähig wären, bin mir aber nicht sicher. Das klingt alles ziemlich mysteriös. Wölfe, Ogre, Hexen? Mein Gott, das ist zu viel für den armen Kopf von Minsk. Welche davon sind böse? Mein Schwert soll es herausfinden. Um ehrlich zu sein, ihr solltet euch erstmal die Ogre ansehen, bevor ihr alten Legenden hinterjagt. Werdet ihr uns helfen? Ja, ich werde den Versuch wagen. Oh, hervorragend. Bitte, meine Fürstin, begebt euch zu Merelas Hütte und findet heraus, wohin sie verschwunden ist. Meine Männer fürchten sich zu sehr davor, sich so weit vom Dorf zu entfernen. Ihre Hütte liegt westlich des Dorfes, in einem Tal. Sie sollte nicht schwer zu finden sein. Es gibt noch weitere ältere Hütten in den Bergen, aber die sind schon seit Jahren verlassen. Oder geht nach Norden zum Fluss und sucht Madolf und seine Bestien. Ich bezweifle, dass sie für alles verantwortlich sind, aber wir müssen sicher gehen. Ich bin erleichtert, dass ihr euch entschieden habt, uns zu helfen. Ihr könnt euch frei im ganzen Dorf bewegen, meine Fürstin. Wenn ihr etwas anderes benötigt, zögert nicht, zu mir zu kommen. Oh, welch glorreicher Tag. Wieder sind wir dem wahren Heldentum einen Schritt näher gekommen. Ja, in der Tat. Selbst Bosfell stellt sich vor Freude in die Höhe. Ja, nun gut. Gut, Minsk ist voller Tatendrang. Was möchtet ihr? Fragt nur. Ich bin bereit. Ihr zeigt mir, wohin. Habt ihr einen Plan? Die Dienerin der Natur ist bereit. Gut, dann haben wir jetzt noch die Taverne. Wir gehen mal, nehmen mal den Seiteneingang. Wenn der uns da schon so fröhlich angeboten wird. Ich war keine große Herausforderung. Buchhändler. Nun, ihr seht mir, wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig klimpern.
Tut mir leid, ich habe zurzeit kaum Folianten da. Ziemlich flau hier zurzeit. Hab das Beste meiner Sachen nach Adkatla gebracht. Hab seit Wochen mit keinem mehr gesprochen. Ist das Geschäft wegen der hässlichen Ereignisse hier so schlecht? Ja, ist es. Obwohl ein paar nette alte Bücher aufgetaucht sind, für die sich die Warterei gelohnt hat. Nichts wirklich Aufregendes. Bin aber damit über die Runden gekommen. Schönen Aufenthalt hier jedenfalls, so gut es geht unter diesen Umständen.